Ahoi Kameraden und schön, dass wir eingeschaltet sind in einer weiteren Folge U-Boot hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir sind wieder mal mitten unterwegs auf dem Meer bei dieser wunderschönen Vollmondnacht. Ja, in der letzten Folge haben wir die Mission Aruba, habe ich das richtig ausgesprochen? Aruba angenommen, und zwar sollen wir da diesen Hafen attackieren. Wir sind natürlich auch schon unterwegs, sage ich mal. Wir haben schon einiges an Wegstrecke zurückgelegt, haben aber noch einiges vor uns und mal schauen, wie das läuft. Mittlerweile sind wir 9 Tage auf See. Wir haben den 4. März 1942, 22.45 Uhr. Ja, die Besatzung ist guter Dinge. Und wir haben natürlich 9 Matrosen an Bord. Und zwar haben wir den Kai von Kuschel an Bord. Kai von Kuschel. Für alle, die ihn nicht kennen, wir werden ihn gleich mal rauspicken, wo der rumläuft. Der müsste hier eigentlich irgendwo sein. Deswegen, wir nehmen mal das Ghetto. Und schauen mal, wo der Kay hier gerade rumtigert. Als ich vorhin geguckt habe, da lag kein Bett. Ja, Johanna steht ja wieder irgendwie immer in der Ecke da. Ich weiß nicht warum, aber sie steht da immer in der Ecke. Ne? Und da haben wir schon. Kay von Kuschel. Ja, der Kay, der guckt auch ganz fleißig U-Boot-Folgen mit. Und der hat schon gesagt, also was heißt gesagt, wir haben es ihm aufgezwungen. Bei jeder Versenkung gibt es eine Gratis-Umarmung von ihm. Ich bin ja mal gespannt, ob das auch wirklich zutrifft. Und er soll angeblich sehr gut Sahneschnitten machen können. Mal schauen, ob er da nicht mit Mr. Schmecklegger in Konkurrenz kommt in der Küche. Wir warten es ab. Ja, okay. Wie sieht es jetzt aus? Wie gesagt, wir sind immer noch unterwegs. Hier an Bord sieht es eigentlich soweit ganz gut aus. Wir sind gut bestückt. Wir sind noch nicht lange unterwegs. Wir werden aber sehr, sehr lange unterwegs sein. Weil nach Aruba, wenn wir das erledigt haben, da werden wir nochmal eine Milchkuh ansteuern. Und dann werden wir mal schauen, dass wir, sage ich jetzt einfach mal, gucken, dass wir vielleicht an der Ostküste mal ein bisschen lang fahren. Vielleicht können wir uns ja nochmal Amerika angucken. Mal vielleicht. Mal schauen, was da so los ist. Aber jetzt checken wir erstmal, ob hier alles in Ordnung ist auf dem Boot. Mit unserem Bitmoreless Ghetto. So, okay. Als allererstes Lenzpumpe. Alle Abteile trocken, da brauchen wir nichts machen. Kreiselkompass läuft. Kurs stimmt, der Schinken wackelt nicht. Passt. Lebensmittel haben wir ordentlich eingepackt, weil wir ja lange unterwegs sein wollen. Wir fahren zurzeit kleine Fahrt. Und diese Kompressoren sind auch vollständig geladen. Ne? Ja, okay. Mal schauen, wir hatten ja noch einen Landurlaub in La Rochelle, 14 Tage. Das hat unseren Leuten, denke ich mal, auch ganz gut getan, weil wir wollen mal gucken, was wir hier so erreichen können. Dann haben wir mittlerweile aufgerüstet. Ich habe jetzt den T4-Turm. Den sieht man jetzt gerade ganz schlecht im Dunkeln. Ich denke mal, wenn wir das nächste Mal Tageslicht haben, dann schauen wir uns den mal genauer an. Ich könnte ja mal ein bisschen vorspulen, dann gucken wir uns den gleich mal an. So, gehen wir ein bisschen Hackengas. So, dann können wir gleich einen Schichtwechsel fabrizieren. Jawohl. Dass hier alles besetzt ist, so wie es sich gehört. Ach, jetzt ist hier wieder kein Bett mehr frei, oder was? Das Ghetto, geh mal in die Kursbestimmung. Dann kannst du in die Ruhepause gehen und du gehst an die Dieselmotoren. Und dann können wir uns jetzt mal den T4-Turm nochmal angucken. Oh, warte mal. So, das Ghetto mal wegnehmen. Dann können wir das mal genau begutachten. Da ist natürlich eine richtig fette Flak hinten drauf. Ne? Und dann haben wir hier noch 2 einzelne Flaks. Also es ist schon ein hartes Teil. Also Flugzeuge sollten sich uns nicht mehr nähern. Die werden sonst ein ganz großes Problem haben. Und ich denke mal, wir sind eigentlich schon soweit recht gut aufgerüstet. So, dann gucken wir jetzt gleich nochmal rein beim HQ, weil da ist ja auch schon wieder eine Forschung fertig. Und zwar haben wir den Flächenabzugtorpedo, den FAT, haben wir uns gemacht. Und dann schauen wir jetzt mal, was da los ist. So, FAT. Komm mal her, ja. Zack, so, akzeptieren. Und dann schauen wir mal, was wir da jetzt noch machen können. So, okay, wir können... Okay, jetzt können wir lageunabhängigen Torpedo in den Loot noch forschen. Okay. Das Naxos wird gerade geforscht. Dann würde ich sagen, wir gehen da gleich ran als nächstes mit dem Ingenieur unserer Wahl. Dann nehmen wir Jürgen Langbein. Langes Bein. Kurze Nase. Und lassen den das mal ein bisschen forschen. So. Okay. So. Wie gesagt, es läuft bei uns an Bord. Wir sind noch sehr, sehr lange unterwegs. Und
Mal schauen. Damit das jetzt vielleicht für euch nicht so lange wird, machen wir jetzt einen kleinen Cut, ihr Sahneschnitten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. Schön, dass ihr einen kleinen Moment gewartet habt. Wir sind jetzt mittlerweile weit, weit gekommen, sage ich jetzt einfach mal. Wir sind nämlich kurz vor Aruba. Das sind jetzt circa noch 17 plus 7, 24 Kilometer. 24,4. Da sind wir da. Wir fahren gerade über Wasser, kleine Fahrt. Wir haben natürlich übelst Kraftstoff verballert, ne? Aber wir müssen schauen, ob wir das nachher noch wegschaffen hier. Ansonsten müssen wir segeln, ne? Weil ich glaube, hier irgendwo war eine Milchkuh, wenn ich mich jetzt nicht irre. Naja, okay. Wie gesagt, wir sind gerade auf dem Weg, kleine Fahrt dahin. Und mittlerweile 22 Tage auf See. 18. März 1942. 42, 22 wäre ein bisschen früh, aber okay. Und wir werden jetzt erstmal schnell Kapitän? durchs Boot gehen und die Situation abchecken. Wir werden auch gleich mal auf rotes Licht gehen, ob wir dann vielleicht schon ein bisschen eher was sehen. Obwohl, es könnte noch ein bisschen früh sein für rotes Licht. Wir werden erstmal alles abteilen hier. Alle Teile sind trocken. Egal, wir machen trotzdem mal an. Kann nicht schaden. Kombüse müssen wir mal checken, weil wir waren sehr lange unterwegs. Da ist bestimmt nicht mehr viel drinne. Ja, so ist es, sag ich doch. Das ist schon mal gähnende Leere. Ein bisschen Abwechslung reinbringen hier in die Kiste. Ne, nicht, dass es nur Gemüsesuppe gibt hier 2 Wochen lang. Und Käse ist immer gut. Da freut sich jeder. So, diese Motoren laufen. Und Druckluftgefäße sind auch alle so weit in Ordnung. So, dann schauen wir doch gleich nochmal bei den Forschungen rein. Wir haben nämlich das Funkmessbeobachtungsgerät Naxos zwischendurch abgeschlossen. Komm mal rein hier. So. Dann werden wir das dann nachher, wenn wir irgendwann mal wieder zu Hause sind, auch gleich einbauen. Und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt machen. Also das macht er gerade. Ach, das Tunis können wir auch noch. Dann bauen wir doch das Tunis gleich. Dann werden wir da doch gleich den Pierre dran setzen und das Tunis erforschen. 47 Tage. Oha. Das dauert ein bisschen. Aber alles soweit in Ordnung. So, wenn wir von draußen gucken, sehen wir nicht viel. Es ist nämlich stockenduster, Mädels. Und deswegen würde ich sagen, wir fahren mal ein bisschen ran hier. Ja, hallo, Spiel. Okay. Wir haben sogar jetzt unseren Auftrag gekriegt. Was haben wir hier für eine Wassertiefe? Recht gut eigentlich. Es ist jetzt 4:15 Uhr. Ich würde sagen, wir fahren noch bis zum Knick. Und dann gehen wir mal auf Seerohrtiefe und schauen uns mal in Ruhe um. Wir wollen ja nicht entdeckt werden. Weil ich vermute mal, dass hier bestimmt noch ein paar Freunde unterwegs sind. So. Die uns nicht mögen. Okay. Dann würde ich sagen, wir schauen erstmal auf die Brücke, was da so los ist. Herr Kaloy. Aber es ist immer noch stockenduster. Aber da hinten seht ihr schon das Licht von dem Turm. Na? Wo war's denn jetzt? Ich hab's doch gerade gesehen. Na, okay, dann eben nicht. Ich bin aber der Meinung, ich hab's gerade gesehen irgendwo. Na, okay. Gut, wir können nicht alles haben. Da ist es, da. Da seht ihr, da blinkt es. Da ist der Hafen und deswegen werden wir jetzt mal akkurat auf Seerohrtiefe gehen. Auf Seerohrtiefe gehen. Herr Kaloy? So, und werden dann mal zusehen, dass wir jetzt hier mal ein bisschen in Gänge kommen. Wir gehen jetzt auf Seerohrtiefe. Wir werden auch den Schnorchel ausfahren. Schnorchel ist ausgefahren.
Lenz Pumpe, ist es alles okay. Kreiselkompass lassen wir an und wir gehen auf rote Beleuchtung. Und dann checken wir gleich nochmal die Torpedos, ob das alles läuft da vorne. Und dann werden wir uns da mal ranpirschen. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da hat wohl einer seine Arbeit wieder eingestellt. Kapitän? Dann werden wir gleich mal rangehen und schon mal die ersten Aale ein bisschen vorheizen. Und dann sollen wir die Öltanks an Land zerstören. 0 von 3. Sollten wir hinkriegen. Ich hoffe, da ist nicht so viel los. Aber da wird bestimmt ordentlich... Mich wundert es eigentlich jetzt noch, dass noch keine Küstenwache vorbeigetigert ist hier. Muss ich ehrlich sagen. Fangen wir erstmal hinten an. Zu Befehl. Einmal aufheizen. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann sind wir eigentlich schon auf Zero-Tiefe. So, dann werden wir gleich nochmal einen an die Tiefensteuerung schicken. Und zwar, ja, eigentlich ist es sinnlos. 4% Sichtbarkeit. Es sieht eigentlich ganz gut aus soweit. So. Dann fahren wir da mal ein bisschen ran. Auf kleine Fahrt. Und dann werden wir Buraro mal an die Akustik schicken, dass der sich mal ein bisschen umhört. Ich ahne nämlich Schlimmes. Les Ghetto in die Ruhepause. Kapitän. Bestätigt. Herr Kaloy. So, du wirst jetzt mal die Aale vorwärmen, mein Freund. Marv, mein Freund. So. Bestätigt. Und dann mal schauen. Es ist nichts zu hören. Aber hier sehen wir schon den Hafen. Sieht ganz lustig aus. Ist ein schöner gerade Hafen. Keine Buchten, kein Nix. Auf Seerohrtiefe. Wir fahren mal ein bisschen weiter ran. Herr Kaloy? Warum machst du sowas immer? Warum gehst du immer ins Bett? Marv, was ist los mit dir? Sehr wohl, Herr... So. Flache Gewässer. Kurs setzen. Wir pirschen uns jetzt erstmal ran. Dann werden wir jetzt erstmal Opa in die Ruhepause schicken und Midway daran, dass wir jetzt hier so ein bisschen Action reinkriegen. Aber warte mal, bevor du da rangehst, hör mal auf, Posten verlassen. Bevor du da rangehst, holst du dir erst nochmal ein Käffchen, dass du voll aufgeflasht bist hier. Und jetzt kannst du da rangehen. Jawohl. Da ist er doch, unser Hafen. Ah, wo, wo, was ist denn jetzt los? Oha. Alle Maschinen, stopp. Was ist denn das? Küstenverteidigung? Alle Schotten schließen auf Gefechtsstation. Auf Seerohrtiefe. Okay. Da ist ordentlich was los hier. Aha, da haben wir noch einen.
Hier haben wir einen Pott. Da haben wir noch einen Pott. Ah ja, ja, hier ist was los. Hier ist richtig was los. Ein bisschen vorwärts, kleine Fahrt. Aber nur ein kleines Bisch. Alle Maschinen stopp. Und dann schauen wir uns das hier mal an gleich. Auf Seerohrtiefe. Es wird ja auch gleich hell. Gott sei Dank. Ein schicker kleiner Hafen. Da haben wir noch. Da ist ein Leuchtturm. Okay, hier ist ordentlich was los. Und da sind bestimmt diese Kanister, die ich zerstören muss. Was ist das? Küstenverteidigung oder was? Kann ich da noch ein bisschen ranzoomen? Ja, das scheint Küstenverteidigung zu sein. Okay. Da wir hier ja einige Pötte haben, die wir versenken können, würde ich sagen, wir fangen erstmal an und ermitteln uns die Küstenverteidigung. Opa? Kapitän? Oder Opa, wie sieht's bei dir aus? Wir könnten auch Lisghetto nehmen. Dann lassen wir Opa pennen. Ja, wir nehmen Lisghetto. Jawohl. Lisghetto, du gehst mal bitte auch an die Ermittlung. Und dann werden wir jetzt hier erstmal gleich ein paar Aale vorbereiten. Gleich, dass wir dann hier jetzt erstmal Attacke machen, könnte man sagen. So, Wassertiefe ist aktuell 69 Meter. Das ist schon mal ganz nett. Zu hören ist nichts. Zu sehen ist auch nichts. Herr Kaloy. So, Lisghetto. Wir werden uns den Knüppel hier vornehmen. Auf Torpedo ausrichten. Ne? Dass wir da mal ein bisschen ausrechnen. Und dann werden wir in der nächsten Folge genau durchgucken, wie es weitergeht. So, ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von U-Boat verpassen wollt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.